Jo, gut, gucken wir mal. Da hatten wir natürlich jetzt einen heftigen Gegner. Ist ja auch ziemlich Anfang der Season, ne? Da können noch ziemlich heftige auch beim kleinen Rang herumgammeln. Gibt einige, die vielleicht erst jetzt anfangen mit dem ganzen Leddern. Mediv gegen Valera. Hui. Mögen die Spiele Also, beginnen. wenn wir jetzt bei Zug 9 oder so wären, wäre das schon krass. Aber sind wir leider nicht. Ich riskiere mal und haue alles weg. Arkane Geschosse ist wieder da. Ich glaube, den bewahre ich mir, sofern ich kann und nicht gezwungen bin, ihn vorher zu nutzen. Und da kommt auch schon wieder die Flammenkanone. Unbelievable! Das sind Dinge, die ich eigentlich gerne erst benutzen möchte, wenn ich dann... Ja, ihr wisst schon. Ich werde Ihnen alle zeigen. Was ist das für ein Schurke? Wollen wir ihn ein bisschen nerven? Ich hätte den Zauber gerne aufbewahrt, aber irgendwie hatte ich jetzt gerade Bock, ihn ein bisschen zu nerven. Es ist ein Mill. Es ist ein Mill, 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 Mill. Sehr schön. Wir werden sehr viel Spaß haben. Ein Grund mehr, ein bisschen kartenlos zu werden. Weil ihr wisst, Mill will, dass wir keine Karten mehr haben. Deswegen machen wir hier ein bisschen Angriff. Er hat 9 Karten auf der Hand. Wir haben nur 2, 4, 5. So viele Möglichkeiten. Jo, dann tu was. Ich nehme mal an, er will den Tiefenlichtorakel wieder raushauen. Aber er merkt natürlich, dass er jetzt auch sehr viele Karten auf der Hand hat. Okay, Kopfnuss. Ist noch okay. Den stört ihr natürlich auch. Ist mir aber eigentlich ziemlich wurscht. Den hau ich wieder raus und dann hau ich mal den hier raus. So, mal gucken. So, wieder einen Schluck Kaffee genommen. Was kommt jetzt? Ich bin gespannt. Tiefenlicht? Okay, er will Karten loswerden wahrscheinlich. Oh. 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 Okay. Wie wäre es hier mit? Tja. Im Moment, ne, sieht es sehr schlecht für den Herrn aus. Aber das ist halt, Mill-Deck ist immer so eine Sache, ne? Es ist wirklich ein cooles Ding. Und es macht wahnsinnig Spaß, wenn es funktioniert. Aber je nach Gegner und je nach Karten, was der Gegner hat und was man selbst kriegt, oh, ist das schon ziemlich gewagt. Tja.
Das war's, glaube ich, auch für ihn. Selbst wenn er mir jetzt noch Karten zerstört mit dem Ziehen und so weiter. Sieht... Oh. Also den habe ich noch nie in einem Mill-Deck gesehen. Aber er hat trotzdem verloren. Ein weiser Schachzug. Genau. Er hat nur noch ein Leben, ich kann ihn nur anpingen. Das war eine schnelle Sache. Hui! Gold. Und Zaubermeister nochmal 40 Gold. Schön. Man sagt, dass ein jeder Krieg auf dem Amboss der Ehre gewonnen wird. Sieg oder Tod. Für einen Sieg im Kampf bedarf es gründlicher Planung. Damit kann ich euch helfen! Nur Stärke und Macht sichern die Überlegenheit. Doch natürlich könntet ihr all das auch vergessen und einfach Spaß haben. Gut gespielt. Hearthstone, Heroes of Warcraft.